So, dann willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar ist das hier der Bosskampf. Und nachgesprochen natürlich. Also, da kann man natürlich besser das analysieren, besser reden, als wenn ich das so aufnehme. Und ja, es ist zwar jetzt ein bisschen spät, aber egal, ich wollte für Marvel sowieso nichts machen, von daher los geht's. Also, da geht's um Möbius. Kampf. Und zuallererst geht es ja um die letzte, also das ist, glaube ich, die letzte Mission gewesen. Dann kam der Kampf mit der Misty Knight. Misty Knight beherrsche ich nicht. Also um gegen sie zu kämpfen, ist immer sehr schwierig für mich. Und da im Endeffekt habe ich eine Fury genommen. Und man kann sehen, dass ich dann hier verloren hatte, ne? Und war ganz knapp. Dann habe ich mit Dr. Doom im Endeffekt Misty Knight erledigt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kampf. Und zwar mit Nick Fury. Und da habe ich einfach wiederbelebt. Wiederbeleber bekommen von Kabam, wie immer halt, diese Gratis-Wiederbeleber, 40%, und ja, da hat wieder mal das mit der Steuerung nicht funktioniert. Das Witzige dran ist, ihr seht immer nur nach vorne, wie das geht. Hinten seht ihr diese Buttons nicht. Das haben die mit Absicht gemacht. Ne? Das ist jeder logische Programmierer, Spieleprogrammierer oder allgemein Programmierer, der weiß das als mehr als ein Leiter. Der sagt sich, ja, wieso macht ihr das so und nicht das andere? Da ist was faul, ne? Und dann gibt es immer Ausreden, ja, weil das kompliziert ist, alles Quatsch, ne? Ihr könnt alles so festlegen, ne? Das ist eine Unity-Maske, ein Unity-Engine, könnt ihr das festlegen, habt ihr eine Maske, ganz genau, was angezeigt werden soll oder nicht. Wird aber auch fliegen, wenn ihr das macht, und es gibt ja viele Beschwerden, wo sie sagen, ja, ich mach doch Dash, geschickt, und trotzdem funktioniert es nicht. Ja, klar, wenn du kein Apple hast, hast Android meistens, weil das ist ja eigentlich für Apple gemacht worden und auf Android portiert worden, dann hast du ein Problem. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Der wichtigste Aspekt war bei Möbius, dass man den Nick Fury auf Null hat. Okay, das ist ganz wichtig. Weil, wie ihr seht, der kann sehr viel wegnehmen. Sehr viel. Ja. Und das Allerwichtigste ist, dass man dieses pionisches Gleiten, also diese Attacke SK2, ausweicht. Und jetzt ist es halt so, aus irgendeinem Grund ist die KI brunstdumm hier gewesen, fragt mich nicht warum, und bumm, weg war er. Ne? One-Shot erledigt, ganz klar, hat funktioniert. Es funktioniert aber nicht immer, weil das Problem ist, die Steuerung, wenn die versagt, ne? Da könnte nichts machen, ne? Wenn die Steuerung versagt und sowas passiert, ich habe mal nachgehakt bei Leuten, ob das nur meine Meinung ist, und sind viele Programmierer, einige kenne ich, mit denen habe ich gearbeitet und wurde Promotion sogar gemacht mit einigen, und es ist Cheaten. Weil es Cheaten, das Wort wird irgendwie nicht verstanden von den meisten. Cheaten bedeutet Benachteiligung einer Person oder einem Geschehnissen. Das heißt, es kann sich, also die Benachteiligung an sich, das heißt Cheaten, wenn jemand schummelt. Und schummeln kann auch der Entwickler. Ist zwar selten, aber kann auch der Entwickler oder die künstliche Intelligenz in dem Fall. Oder gewisse Sachen, die nicht funktionieren. Und wenn zum Beispiel ein Haufen Leute, die Zeugen gibt im Forum, Haufen Leute, die dadurch gesperrt wurden, später wieder freigeschaltet wurden von KBM, weil KBM das zugegeben hat, dass sie damit Probleme haben, aber wenn die Steuerung versagt, und ihr macht das und ihr macht dies alles richtig, und selbst wenn ihr Apple habt und es geht nicht, dann werdet ihr benachteiligt. Ne, wenn was nicht funktioniert, wie bei Tomb Raider, ihr springt und dann hat es nicht funktioniert, obwohl ihr alles richtig gemacht habt, ne, dann ist das Cheaten, weil ihr werdet benachteiligt. Und jedes Mal, wenn ihr benachteiligt werdet, okay, ist es ja gegen euch. Und was gegen euch ist, ist ein Vorteil für den Entwickler. Und die Elite-Leute und viele, die woher ich jetzt sage, die wissen, dass das stimmt.
weil ich mit einigen darüber geredet habe, aber sie würden es nicht zugeben, offiziell. Und andere wiederum hassen mich dafür, weil ich die Wahrheit ausspreche. Also wie immer halt. Ja, die, wie Bussi sagte, er hat keinen Stil. Ja. Oder wenn du gegen einen Boxhandschuh, also gegen einen so na, zum Boxen, dieses Teiler, wie das auch mal heißt, schlägst, das bewegt sich dann nicht. Das ist ja nichts Besonderes. Du musst gegen einen Gegner richtig kämpfen, der sich bewegt. Dann kannst du deine Kampfkünste einschätzen, ob sie gut sind oder nicht. Ne? Gegen einen Boxsack, genau. Wenn du einen Boxsack schlägst, der Gegner macht nichts, er ist tot. Ja, und so ist das. Und das ist zwar die Wahrheit, aber viele Luciferianer und Sith Lords wollen damit auch nichts zu tun haben. Ne? Das sind nur Arschlöcher auf der Welt. Ne? So, lange Rede, kurz gesagt, so ist im Endeffekt ein Kampf mit Nick Fury. Ihr könnt auch dafür auch Elsa Bloodstone nehmen. Ihr könnt auch Hulk nehmen. Aber mit Nick Fury, wenn ihr es richtig macht, so wie ich, habt ihr wirklich, wie ihr seht, wirklich, wirklich viel Glück. Ja? So. Dann gibt es die 100%. Ist ganz wichtig, dann gibt es die 100% Belohnungen und dann gibt es auch die Karte, das ist diese Vorbilderkarte und da ist jetzt wichtig, die Gegner, habt ja dann nur mit Bossgegnern zu tun und da gibt es gewisse Champions, die ihr nehmen könnt, okay? Also ich empfehle euch nun diese Champions, jetzt für diesen Level, falls ihr noch dabei seid, den Level zu machen. Das sind ja noch, glaube ich, noch 3-4 Tage. Ihr könnt das nehmen, ihr müsst es aber nicht, okay? Aber die Champions, die ich nehme, sind richtig effektiv und deswegen habe ich die so genommen. Ne? Aber jeder ist da anders. Es gibt, ich bin nur Hobby-Gamer, Elite-Gamer sind nicht meiner Meinung. Denn die Elite-Gamer hassen mich sowieso, weil ich halt sage, dass sie Arschlöcher sind. Ich bin der Einzige, der sich das traut zu sagen, weil sie immer halt nur eine Heil-Hitler-Meinung vertreten. Ne? Und das kennen wir ja aus der Geschichte. Ne? Das kennen wir ja aus, ich kenne es als Jude. Ich weiß, wie die Geschichte läuft, wenn jemand nur in eine Richtung denkt. Und es geht nie gut aus. So, und die denken halt nur in eine Richtung, leider. So, und deswegen sage ich, nee, ihr könnt. Das ist mein Team im Endeffekt gewesen. Ihr könnt Hulk nehmen. Ihr könnt Nick Fury nehmen und Herkules. Herkules ist sehr gut gegen Raven, Nick Fury ist sehr gut gegen das Ding. Natürlich gibt es M-Surge oder auch andere, die sehr gut gegen die mit Blutrausch, weil die Stapel vom Ding, die kriegt ihr mit Blutrausch weg. Nur mit Blutrausch, laut meines Wissens, es kann sein, dass ich wieder nicht aktuell bin. Wenn das so ist, dann schreibt es in die Kommentare, ob es noch einen anderen Weg gibt, die Stapel wegzucken, außer Blutrausch. Ja, und das Allerwichtigste ist, der Kampf ist mit Herkules am allereinfachsten. Wirklich am allereinfachsten. Ne? Booster, immer Booster, wenn es geht, um es noch leichter für sich zu machen. Aber wir sind im Kampf hier. Ihr müsst halt schauen, dass ihr einfach mal hier erstmal euch auflädt. Das Ganze wirklich aufladen. Wie ihr seht, da lade ich mich halt auf. Und da haben wir schon mehrere Ladungen, 5 Ladungen. Wo sehr wichtig war, die viele Leute das verwechseln. Die sagen, was ist das, was ist das? Das sind die Ladungen im Kampf. Und die Stärkeladungen. Davon könnt ihr im Kampf 10, 12 haben. Maximal 12. Das sind die Permanenten, die ihr sammelt. Die ihr dann mitnehmen könnt in Mission. Ganz, ganz wichtig. Weil viele, ich bin auch immer erschreckt, wenn ich im Forum ich sowas lese. Ich will im Forum schreiben, ja Moment mal, wieso... Hat er eine 5 oder 10, 12, wieso macht er das überhaupt? So dieses Zick und kurz abfangen und so reinkrätschen. Das bringt doch nichts, schreiben viele im Forum auch. Der hat doch hier sowieso nur 2. Und so, nee, das bringt schon was, weil das ist das Wichtige. Ne? Das ist nur das Permanente, was er dann mitnehmen kann. Wo er dann anfängt mit diesen permanenten 2-Stärke-Dingen. Aber das sind die Aktiven in dem Game. Und wenn du da jetzt so also zack machst und zack und das 12, dann wird auch dein Schaden dementsprechend stärker. Ja. Laut meines Wissens. Kann ja auch sein, dass ich mich jetzt irre. Wenn ich mich irgendwo irre, irgendwann in der Falschau sage oder sonstiges, schreibt es einfach. Aber nicht Hater, nenne ich Luciferianer bitte nicht, weil sonst Luciferianer kicke ich, das ist mir echt zu blöd. Sondern einfach logisch, argumentativ. Ja. So, also wie gesagt, da ist es halt so, dass ich da
auch viele Fehler gemacht habe, natürlich, ganz klar. Ich mache immer Fehler, aber das war ein Fehler zum Beispiel, weil normalerweise keiner macht sowas. Das ist ineffektiv. Da hätte ich eine SK3 rausholen sollen bei mir und dann auf SK3 ihn und dann macht er SK3 und ich bin unverwundbar und so weiter. Ja. So, da wollte ich das rauslocken und habe es dann auch geschafft. Und da weiche ich nicht aus bei der Falle zum Schluss, weil da bin ich zu schlecht, weil das ist ein Timing. Aber ihr könnt allem ausweichen, wenn ihr die Timing rausfindet. Ne? So hier zum Beispiel. Ne? Das war ein Fehler im Endeffekt. Da habe ich vergessen, dass er Würgen hat. Und wenn er Würgen hat, dann macht er dich in die Würgfalle und dann bist du meist, in meisten Fällen erledigt. Ne? Aber ne? Herkules, so getroffen. Ne? Dann habe ich hier nur 8 bekommen und nochmal 3. Ne? Und jetzt ist halt eben kein Bock mehr gehabt auf diese blöde SK2 rauslocken. Habe ich nur auf SK3 getrieben, habe meine SK3 gezündet, ne, zum Einfasten, weil Herkules ist ja unzerstörbar. Und dann, boom. Ich habe wieder vergessen, dass wenn er ein gewisses Leben hat und meine SK3 zündet, kann er physische Ausbrüche machen, also kann er auf ihn halt was drauf und abwerfen. Ich will nochmal nachschauen, wie sich das ganz genau nennt. Schreibt es aber in den Kommentar rein. Wenn ich was vergesse, könnt ihr ruhig reinschreiben. Das dann ist einer. Lautet, ich bin nur Hobbygamer, ich lerne es nicht auswendig. Ne? So, dann sind wir halt zum Ding. Ne? Also, ihr könnt mit Nick Fury das machen, mit M-Search und vielen anderen. Und ja, so beginnt halt der Kampf. Das Ding im Endeffekt hat Stapel. Wenn ihr jetzt die Stapel hier, das Problem ist, wenn ihr da mehr wie 15 habt, dann wird das Ding also unaufhaltsam, meine ich. Und es kann aber auch unabwehrbar werden. Wenn es die SK1 macht, ne, und ja, Pech, das werden wir gleich sehen. Also die SK1 ist meiner Meinung nach schwieriger auszuweichen als die SK2, weil die SK2 ist einfacher, weil die langsamer ist. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Ne. Dann seht ihr, zack. Und zack. Ne, zack, zack. Und zack. Ne. Und das sieht man auch. Ne, Stapel. Ich bin mal so, pass auf. Und wieder zurück, ne, mehrere Male natürlich. Und dann wieder so. Also die mittlere Attacke, die ist Blutrausch, die nehmt euch Stapel weg. Und da ist natürlich mir ein Fehler passiert. Ne. Da hat es wieder mal die Steuerung auch versagt. Also war mir auch nicht so wild. Aber da, manchmal versagt die Steuerung, wenn ihr dann nicht Millisekunden rechtzeitig das macht. Also bei Android zumindest, bei Apple, da ist es besser mit der Steuerung. Ich habe Apple vom Kumpel bedienen dürfen. Das iPhone 14 und 15 und da habe ich nie solche Fehler gemacht, ne, weil es einfach flüssiger ist. Das heißt, Fehler, das sind nicht einmal Fehler, die du machst, sondern das sind halt einfach Steuerungsversetzer. Ja, das ist ein Steuerungsproblem von GBAM. Weil du machst es dann schnell und es wirkt und der akzeptiert die Eingabe nicht. Ne. Und GBAM gibt das auch halt zu, dass sie das versuchen bei Android zu verbessern, aber bei alten machen sie es nicht mehr. Lohnt sich einfach nicht. Verstehe ich auch irgendwo. Ne. Und auch wiederum, trotzdem finde ich das nicht richtig. Ne? Dann eine andere politische Einstellung. Ja. Man kann es richtig machen für alle Smartphones, aber wenn man ein Sith-Lord ist, dann macht man es halt nicht. Und ich weiß, wie diese Leute denken, ich habe mit denen gearbeitet und die denken halt nur rein nutzen. Deswegen ist der Tim Fellner oder Miller, oder ich habe den CEO-Chefnamen früher vergessen, deswegen ist der weg. Na, der wurde ausgedrängt aus KBAM. Der ist nicht freiwillig gegangen, das ist Quatsch. Ich habe das interne Wissen. Und intern ist der, na, weil der wollte halt kein Geschäft machen, der wollte, dass das Spiel richtig funktioniert, steuerungsmäßig und nicht verarscht und so. Ne? Wie KBAM halt später die Leute halt immer nur verarscht. Und meistens checken sie. So. Hier merkt man auch Unaufhaltsamkeit, ne? So sehr viele Fehler dann entstanden von mir. Ich bin da nicht so im Kämpfen auf Langzeitmodus, da habe ich keine Konzentration. Street Fighter, deswegen gefällt mir besser und Mortal Kombat, da geht es schnell zur Sache. Und da gibt es solche langen, ich mag die langen Kämpfe nicht, da bin ich einfach zu schlecht. Auch ungeduldig, ne? Und aber auch nicht das Durchhaltevermögen. Ne? Ich will einen kurzen, prägnanten Kampf, ne? Wie im echten Leben, ne? Im echten Leben Kampfsport gemacht, gekämpft, zack, bumm, Meister kommt, bumm, macht. Und ich falle um. Ne? Also ich habe immer gerne gegen Meister gekämpft, weil die anderen halt eben, naja, die sind
gefährlicher als der Meister, weil der Meister weiß, wo er halt keine Verletzungen hinzufügen kann, und bei den anderen da ganz zu Pech hat, dann dreht er dir den Arm und dann hast du einen Arm gebrochen. Ne? Ja. Wobei mit den einen Typen, das war der Vorbildschüler, habe ich auch gerne Übungen, Sparringübungen gemacht. Ihr macht Sparring bei Jack Kondo. Ihr könnt da nicht einfach so eine Bewegung, einen Fehler und eure beiden Arme sind weg. Ne? Also, es ist wirklich wie im Film. Ne? Ihr könnt wirklich mit einem, gibt es gewisse Punkte, wenn man das so sieht, gibt gewisse Punkte oder auch hier so Punkte, und die könnt ihr dann drücken und könnt dann die Hand so, ne, und solche Sachen habe ich dann gelernt. Ne. Und das kann man anwenden, aber natürlich muss man schnell sein, und die Person darf nicht selber schnell sein. Wenn die Person selber schnell ist, nützt ja das nichts. Ne. So ein Kampfsport ist immer so eher für die Selbstverteidigung immer, und auch immer zum Gesundwerden, fürs Fittliche, ne, dass man gesund bleibt. Aber nie so wie ein Film, so Jason Statham, so puh, macht alle fertig. Das ist alles Blödsinn, weil das sind alles Stunts. Und Stunts sind immer so eingestimmt, dass die Gegner 10-mal langsamer sind wie der Hauptdarsteller. Und das ist ja Blödsinn. Weil so Elite-Soldaten, die haben alle eine gewisse Schnelligkeit. Ne? Dann kommen nur die Besten rein. Ne? Also Filme sind halt Filme. Ne? Und eine Frau ist im Kampfsport gefährlich. Weil Frauen können durch ihre sexuellen Reize, wenn du heterosexuell bist oder demisexuell, ist anders. Ich bin so demisexuell, da ist es nicht so stark, aber wenn du normal heterosexuell bist, dann können die durch sexuelle Reize sehr gefährlich werden. Ne? Im Kampfsport sind Frauen sehr, sehr bissig, können gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. So, dann kommen wir jetzt zum Hulk. Aber es ist nur meine Erfahrung, ne? Also, wie gesagt. Ja, da persönlich andere Erfahrung. Ja, das ist strittig, meine Aussagen. Aber es ist halt mal deiner so und so. Das sind halt persönliche Erfahrungen. So, unser Hulk. Jetzt kommen wir zum Man-Thing. Kommen wir wieder zum Marvel zurück. Der Hulk ist halt sehr gut gegen Man-Thing, weil ihr könnt erstens Fehler machen, so wie ich. Ich habe einen Fehler gemacht, habe mich verschätzt mit der SK-2 Rauslockung. Und ihr seht, das macht nicht, dem Hulk nichts aus. Der Hulk ist gleich aufgefüllt, kann dann richtig fette Attacken machen, also Debuffs. Die werden zwar gesäubert, aber die physische Verwundbarkeit, die wird nicht gesäubert. Darum geht es ja. Und jetzt habt ihr die SK1, habe ich rausgelassen. Und ihr seht, der kann sehr lange leben. Ich liebe den Hulk. Die mache ich jetzt demnächst auf Rang 4 sogar rauf. Ne? Hätte ich schon früher machen sollen. Und bumm, ne? Und schon wieder ist er gelähmt. Der kann nichts machen mehr, der Man-Thing. Der ist richtig gebumst. Richtig von vorne bis hinten. Ja, und das ist auch ein bisschen Cheaten. Ne? Das will Kabam wieder reduzieren. Ne? Ich habe da schon mitbekommen im Meeting, ja, aber das ist doch Cheaten, weil der Gegner überhaupt keine Chance. Und wenn umgekehrt ich in der Verteidigung der Hulk ist und er mich angreift, dann lähmt er mich 1000 Sekunden, dann kann ich sowieso nichts machen, dann kann ich ja gleich aufhören. Also ja, ist ein bisschen fies. Aber ich sehe das nicht als Cheaten. Wenn der Hulk diese Fähigkeit hat, ist es eine Fähigkeit. Das ist nur meine Meinung, persönliche Meinung. Und dann ist das wie bei Herkules. Und diese jetzt zu zensieren, obwohl er gebufft wurde, und das macht Hulk aus, das wäre natürlich Blödsinn. Ja. Wollen die machen? Ich weiß nicht wann. Diesen Monat nicht, nächsten Monat, übernächsten Monat wollen die machen. Es gibt halt immer Spieler, vor allem die Elite-Spieler bestimmen halt das Spiel. Auch wenn die das hier nicht zugeben wollen, aber die Elite-Spieler bestimmen es, und die sagen sich, nee, ist uns zu blöd, mache ich nicht mehr. Ne? Weil das geht um ganz minimale Punkte in AK, in den Meisterränken. Und das ist nervig, wenn der Hulk Rang 5 kommt und dann wird er getroffen, Pech gehabt oder Ausweichen hat nicht funktioniert. Bei dem einen Spieler, Profispieler, passiert den auch. Bumm, Hulk lähmt dich, du bist erledigt. Ne? Du kommst nicht mal raus. Wenn du keinen Champion hast, der diese Debuffs sofort abwerfen kann, bist du erledigt. Ne? Deswegen, klar, Profis machen diesen Fehler nicht. Normalerweise gehen sie mit Champions auf den Hulk, die das komplett abwerfen können. Aber das kann trotzdem mal passieren. Das passiert einfach irgendwie, die KI ist fies und dann passiert das so. Jetzt zum nächsten Kampf, da sind wir bei Beast. Beast ist sehr einfach zu besiegen. Da müsst ihr einfach nur mit Herkules rein. Also, ihr könnt mit Herkules rein, ihr könnt mit Venom rein. Ich habe das alles schon vorher ausprobiert, ne? Gehabt mit, wie es so ist. Und zwar an dem vorher nicht, weil der Kampf ist ja der gleiche wie jetzt im Thronbrecher.
Und mit Trumpfbecher habe ich verschiedene Champions gegen Beast genommen. Aber der Herkules ist einfach ein geiler Champion, weil wenn der Herkules getroffen wird und das Beast kann ja auch lehnen, es passiert, ihr macht einen Fehler, dann ist seine Fähigkeit, das macht ihm nichts an, ist immun, weil er Stärke hat. Aber das ist halt eben eine Fähigkeit, die euch den Arsch retten kann. Ne? Weil bei mir ist das passiert, dieser Fehler, ich habe einen Fehler gemacht, wurde vom Beast gelähmt, beziehungsweise er wollte mich lähmen, hat auf den Debuff Leben draufgetan und ich so, bin immun, weiter ging der Kampf, ohne dass ich Leben verloren habe. Ne? Ja, hier ist es halt so, hier müsst ihr immer die SK1 rauslocken und die SK1 ist viel einfacher rauszulocken. Die SK2 könnt ihr auch rauslocken, aber das ist halt immer so eine Sache mit einer SK2. Also jeder hat eine andere Meinung, ich bin ein Hobbygamer, ich kann euch nur die Meinung von mir sagen. Elite-Spieler sehen das anders, es gibt Streit zwischen 10, 20 Elite-Spielern, wo ein Teil davon sagt, nee, SK1, SK1 rauslocken und die anderen sagen SK2, SK2. Ne? Also SK1 bedeutet Superkraft, ne? SK bedeutet Superkraft. Ne? Und hier seht ihr auch wirklich hier, was ich oft mache. Irgendwann sehe ich, da hat 11 solche, das sind so Buffs. Also nicht Buffs, sondern also so Fähigkeit, also diese, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber da ist das halt so, diese so Stapeln, das sind so Stapeln und wenn die auf 20 sind, nimmt der keinen Schaden mehr. Das heißt, umso mehr Stapel ihr da habt von dieser Fähigkeit, umso weniger Schaden nimmt das Beast entgegen. Ne? Und deswegen mit einer schweren Attacke könnt ihr dieses auf 0 setzen, aber dafür kommt so ein Schutzschild, Immunitätsschutzschild. Aber das ist eben der Haken, das Immunitätsschutzschild macht ihn gegen alles immun, was eben aktiv ist. Passiv ist es wiederum anders. Da habe ich es aber noch nicht ausprobiert. Passiv sollte es anders sein. Ich habe es aber nicht ausprobiert, weil ich habe den Kampf nur mit Venom geführt oder Herkules. Ne? Oder eben, ihr könnt den Kampf auch führen mit Silver Surfer. Ne? So, ihr seht, er ist weg. Unser Kampf war kurz und bündig. Ja gut, könnt ihr bündig sagen, aber egal. So, jetzt kommen wir zum Werwolf. Genau, fangen wir beim an. Werwolf. Der Werwolf, Hulk ist sehr gut. Man muss aber auch wissen, wie man ausweichen kann. Also ihr seht hier gleich der Hulk. Der Hulk ist deswegen so gut, weil der Werwolf bei Nacht hat ein Problem gegen Hulk. Zumal die Lähmung, der mag nicht gelähmt zu werden. Ich habe das gemerkt, also der ist dann sehr aggressiv, ne, greift hier aggressiv an und ich sag mir, ja, macht mir nichts aus. Aber ihr seht auch hier, das Geile ist halt diese physische Verwundbarkeit und ihr seht auch diese physische Verwundbarkeit nochmal als gesondert, Debuff. Das ist richtig geil, also der Hulk ist wirklich, der Hulk geht echt ab und ihr seht ja diesen Bruch. Ja, also das ist normalerweise ganz lustig, weil man sieht, Moment mal, der ist eine Heilblockade, ne? Eine Heilblockade, seht ihr eigentlich aktuelle Heilblockade, Rüstungsbruch und so, und der macht trotzdem Plus. Ne? Eine ganz, 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 ganz lustige Sache. Ja, also der Hulk, der ist richtig geil. Meiner Meinung nach einer der besten, wenn es um solche Kämpfe geht, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ne? Jeder sieht es ein bisschen anders, aber ich finde die physische Verwundbarkeit, die aktiv ist und passiv, das finde ich halt richtig geil. Ne? Ich habe dann zwei davon gehabt, da habe ich schon wieder, ne? Ich kämpfe sehr fies, boom, dann nochmal die Wunde, Silberwunde und dann weiche aus und was ich halt, wie ihr seht, macht, immer aggressiv, immer SK1, halt, zack, du Arsch, hier, hast du mal. Ne? Und jetzt, wenn er halt genug Wut hat, ne, und zack, und die schweren Attacken sind richtig fies, ne, also da geht's richtig ab. Und dann wieder eine SK1, und ab hier habe ich auf Risiko gespielt, ne, also wirklich Risiko, muss man auch sagen, weil normalerweise macht man das nicht, aber da war es mir auch wirklich scheißegal, ob ich jetzt draufgehe oder nicht. Hab dann nochmal gelähmt, war nicht mehr so lange, ne, also da sieht man, das war jetzt wirklich gar knappe Sache, er hätte auch die Karriere auch cheaten können und trotzdem, denn zack, sobald ich Uppercut mache, bevor ich dann SK3 und dann wäre ich weg. Ne? Das ist halt, manchmal macht die KI das so viele Sachen.
Ja. Also ist immer unfair, weil sie liegt unten und macht eine Eskadrille. Hä, wie geht denn das? Ne? Und dann habe ich das mal zugeschickt, das Video, kabam, und die so, oh, sorry, das stimmt, das war schummeln. Unsere KI hat geschummelt. Ach nee, ne. Habe ich den Unity Engine zugeschickt, habe ich mal den zugeschickt, ey, ne, und dann, und die sind sich erschreckt und so, oh, du bist auch Programmierer, ja, ich weiß, dass ihr Arschlöcher seid, so oft, ja. ich liebe das einfach, den Leuten aufs Maul zu hauen, zu kritisieren. Ja. Das habe ich als Verkäufer gemacht, im IT-Bereich, das habe ich im Druckerbereich gemacht, PC-Bereich, im Anlagenbereich, möglichst viele Firmen Schulungen gehabt und trainiert und verkauft. Ach, ich habe Leute immer vernichtet. Ich liebe es, die Leute zu töten. Weil wir geistlich einfach, wenn ich es körperlich machen könnte und nicht dafür ins Gefängnis müsste, würde ich tun. Ich hasse Arschlöcher und die müssen vernichtet werden. Ja. Und ich mache das mit Leidenschaft. Ja. Aber ich bin aus vielen Märkten auch dadurch gebannt worden, weil die Kunden irgendwann waren, die hatten nicht alle Kunden, die Kunden in hinterm Rücken, kommen sie zum Chef und sagen hinterm Chef das, ne? Also das wäre ein Arschloch, ne? geil. Ich mag es, wenn die Kunden so, nicht hinter Rücken, ne? Das hat mir nicht gefallen, aber ich mag es dann, wenn sie einen kritisieren und dann zu dir kommen, du Arschloch, ne? geil. So. Jetzt Möbius, ne, da hat es nicht so geklappt. Das war nicht so, was ich wollte, weil mir das nicht gefallen hat. Mit dem, dass er da diesen finnisches Gleiten hat. Ne? Und dass er nicht dumm war, weil ihr habt ja vorher gesehen, da konnte ich One Shot. Und hier auf einmal nicht. Ne? Und da war die KI ganz anders. Die KI ist nicht immer dumm, ist nicht immer so gleich eingestellt. Die passt sich auch an. Das hat auch Mike gesagt. Im Meeting, das fand ich wohl cool, dass er das zugibt. Und ich so, ja, ich hatte die ganze Zeit euch das gesagt, ihr Idioten, das ist eine Unity Engine. Ein C-Sharp ist das. Und da könnt ihr das einstellen und dann könnt ihr Befehle einprogrammieren. Ja. Aber egal, Two Shot geschafft und Carbon war zu Ende. Ne? Und dann gab es halt richtig geile Belohnungen. Da gibt es auch immer so verschiedene Meinungen. Ja, das ist doch viel zu wenig und dafür. Und dann muss ich sagen, nee, ist es nicht, weil zum ersten Mal muss ich Kerbam loben, die Belohnungen sind schon geil. Für 6 Kämpfe, wirklich für einen kurzen Kampf. Klar, davor müsst ihr halt sehr viel machen, ist auch scheiße, aber nichtsdestotrotz kriegt ihr wirklich krasse Belohnungen. Und die Belohnungen, die hier sind, sind so krass, dass ihr gar nicht Akt 8 machen müsst. Also Akt 8 weiter zu verfolgen, bei den Belohnungen, ist Quatsch. Da lieber normal einmal im Monat zocken. Habt ihr mehr davon? Weil dann kriegt ihr wirklich also 25%, ne? 7 Sterne auf, kriegt ihr 3000 und so. Also ich, meiner Meinung nach, sind das bis jetzt die besten, effektivsten Belohnungen, das ist nur meine Meinung, die es für 6 Gegner gibt. Wirklich. Und traurig, dass das nur hier ist. Also wirklich so eine einmalige Sache und dann wieder einen Monat warten. Das ist schade eigentlich. Aber irgendwo versteht man es, wir wollen halt Pay to Win. Leute kaufen sich ein, kriegen dann mehr. Ne? Gibt es Leute, die sich einkaufen mit 7 Sterne und dann habt ihr es durch. Im Endeffekt ist das fertig, wir sind fertig. Das war's, ja, da gibt es immer diesen kostenlosen Wiederbeleber, 40%. Ne? Davon habe ich manchmal 5 oder 10 Stück. Ja. Aber das ist im Endeffekt die 100%. Und da sind halt Units, manchmal sammle ich 800 Units, 1000, 2000 Units. Und ehrlich gesagt habe ich das alles nur mit Units gemacht. Ne? Also ohne Units geht es nicht. Es ist so, wie es ist. Wenn ich dann wieder genug Units habe, Weihnachten, da spare ich mir was zusammen, dann zeige ich euch Grandmaster, wie ich den gemacht habe. Auch den habe ich mit 4 Units gemacht. Ich hatte, glaube ich, über 6000 Units ausgegeben, also sehr viel. Weil es mir egal war, die Phasen. Ihr könnt die Phasen überspringen. Ihr könnt die Phasen überspringen nur mit Geld. Mit Geld könnt ihr wirklich euch. Und das ist das Geile bei Kabam. Das ist das Einzige, was ich bei Kabam mag, Pay to Win. Wenn ihr Geld habt, Geld rausscheißen tut, könnt ihr ohne Können. Ne, ich bin kein guter Gamer, ich bin ein mieser Gamer, sagen die Elite-Profis. Und das ist so, die haben ja auch recht. Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie die Wahrheit sagen. Und das ist halt immer wahr. Aber. Man muss ja so sehen, wenn ich so einen berühmten Kanal hätte wie Sente, ja, der haut ja auch Units raus, nur niemand sagt was dagegen, ne, weil der hat ja halt eben Status, dann wäre es auch egal. Ne. Ich habe keinen Status, deswegen sind die Leute so angepisst, ne, weil er die Wahrheit sagt. Aber ich sage immer, ey Leute,
Units, pay to win. That's the life. Und das ist halt Kabams Politik. Wenn sie es richtig machen würden, wie bei Gameloft oder bei State of the Real, dann müsstet ihr euch nicht so einkaufen. Ne? Aber dann müssten die auch weniger Geld, die hätten dann weniger Geld. Ne? Stellt euch mal vor, Weihnachten kommen die ganzen geilen Angebote. Dann gibt es Leute, die 200 bis 500 Euro zahlen. Und für eine virtuelle Währung. Ne? Also muss man vorstellen. Ne? Und dann denkt man sich, what the fuck? Ne? Deswegen zum Beispiel den Hulk Bachmut, den habe ich jetzt angezockt. War in der ersten Phase, in der zweiten Phase habe ich gemerkt, komme ich nicht weiter, weil Units gefehlt haben. Nur Units, ne? Ich mache alles nur mit Units. Ne? Und ihr könnt Void nehmen auch für die Phasen oder halt am besten also Bloodstone, aber Units. Units sind immer A und O. Ist egal, gegen wen ihr kämpft. Wenn ihr Units habt, habt ihr, und das ist nur meine Meinung dazu, mein Feedback, habt ihr wirklich so eine KI-Änderung. Die KI, ich habe das getestet, mit 4 Units, wenig Units, mit wenig Units ist die KI irgendwie klüger und mit 4 Units ist sie brunstdumm. Ne? Die macht auf einmal so, macht gewisse Attacken nicht. Manchmal hängt sie sich auf und so, hey, was ist denn da? Ich kann einfach draufhauen. Ne? Das ist, was ich erlebt habe und so. Ne? Und nicht nur ich, sondern auch viele andere User haben das erlebt. Ne? Und Kabam hat es natürlich auch bestätigt. Ne? Und Kabam sind da irgendwann, können die nicht mal leugnen alles. Ne? Das können die nicht immer abstreiten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich entferne mich bald vom Kabam. Also ich werde, ich habe so ein Auge, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde Ende des Jahres eine Aktion machen, aber ich werde mit dem Game aufhören. Ne? Ist nichts für mich, bin einfach zu alt. Es ist sehr viel ein Spiel für Kinder, für Spielsüchtige. Nichts für mich, ne? Nichts für mich. So, das war's auch von mir. Abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, auch wenn es euch nicht gefällt, vielleicht, wie ich die Leute kritisiere. Trotzdem wäre nicht schlecht, weil ich meine, wir leben in einer Politik-Correctness-Gesellschaft und wenn ihr wollt, dass jemand wenigstens einer von weltweit Politik Uncorrectness ist, dann unterstützt mich. Ne? Weil, wie gesagt, irgendwann gibt es nur Blümchen und Biene Maya und ich glaube nicht, dass jeder will Biene Maya nur anschauen. Ne? Wobei die Gesellschaft Politik Correctness komplett eingerichtet ist, dann gibt es nur Biene Maya. Und Meinungen werden wie im Faschismus halt eben gekappt und Kabam macht das mittlerweile, dass die Leute im Meeting oder User-Meeting oder halt in Livestreams, dass sie die Leute einfach ihre Account komplett raushauen. Ne? Das heißt, ihr Livestream-Account werden rausgehauen, komplett gesperrt, ihre Spieler-Accounts werden komplett. Ne? Und da hat jemand was gegen die Gender-Politik gesagt und der hat alles verloren. Ne? Und das ist so, das ist Sith Lord. Das ist Sith Lord vor allem. Nur ein Sith würde sowas tun. Nur ein Luciferianer tut anderen Leuten ihre Meinung nicht zulassen. Und in Amerika ist ein ganz, ganz Problem mit Gender. Und du da kritisierst und die sind auf dem Boot aufgesprungen. Gab es so viele früher schon Sachen mit Herkules und Wolverine. Auch das vergessen die Leute. Wolverine war auf einmal bisexuell. Herkules wurde bisexuell gemacht. Und auch da sprechen die Hater und die Luciferianer, die hassen mich deswegen. Ja? Weil als Jude nehme ich mir halt sehr viel raus. Kannst als Jude halt eben irgendwie die Gesellschaft mehr rausnehmen, wo ich das unlogisch finde. Ich finde, ob Deutsche, Afrikaner, Araber, Muslim, Jude, Christ, Atheist, whatever, Buddhist, Hinduist und so weiter, jeder sollte seine Meinung knallhart frei äußern können, ohne Angst zu haben. Und was der Ketzer der Neuzeit macht oder halt Egolan, die YouTuber, das sind im Endeffekt nur in eine Richtung YouTuber. Ne? Das sind Blümchen-YouTuber, die sind jetzt nicht so wie ich knarrt. Deswegen auch der Ferruskan, die laden mich alle nicht ein, die haben Angst von mir. Ist so, weil ich habe Angstfragen gemacht und wenn die keine Angst hätten, würden die sich das trauen. Aber bei mir ist es so, ich wusste es nicht, ich habe einen sehr hohen IQ und mich erfahren bei den Tests und das wusste ich echt nicht. Und ich so, wow. Und ich bin halt nicht so wie die anderen, so in Sprache, ich bin redegewandt und so weiter. Also wie gesagt,
Es gibt natürlich Leute, die noch besser reden können wie ich, ne? Aber ich sage es euch abschließend, es ist, wie es ist. Diese Politik, wo halt Wolverine und Hercules bisexuell gemacht wurden, da fährt nicht jeder und da gibt es Leute, die kritisiert haben und dann haben die ihre Accounts verloren. Wird bis heute von Kabam halt klar. Ja, es ist immer, und das ist eigentlich logisch, normalerweise sollte jemand denken, dass wie bei Corona, es gab keine damals Aussagen, dass der Corona, diese Impfung Schäden, dass da Schäden kommen, Lähmungsschäden und so weiter, dass Leute dadurch auch sterben können, also weil es Nebenwirkungen hatte, nicht jeder hat die Spritze vertragen. Und heute gibt es Millionen Geschädigte und trotzdem wird es einfach ausgeblendet. Ne? Und die Menschen, die das tun, das sind die Luziferianer oder halt eben die Sith-Lords. Ne? Ich spreche das als Jude direkt aus. Viele Rabbiner haben Angst. Manche Rabbiner zensieren meine Kommentare, wenn ich irgendwo reinschreibe, weil es ist so, die Kabbala bei uns Juden, die hat was mit Engeln und Teufeln und alles Beelzebub und zu tun. Es ist alles drin. Es kommt ja von uns Juden, das alles. Und die Christen, die haben das später und alle anderen nachgemacht. Na, aber von uns kommt das. Wir sind ja über. Also im Kalender aktuell über das Jahr 5800 oder sowas, ein paar zerquetschte, also sind sehr, sehr alte, die älteste Lebensweise, Religion und so weiter. Und ja, das Böse ist immer das, was die Wahrheit versucht zu leugnen oder zu verdrehen. Ja. So, das war's. Ich glaube, jetzt habe ich so abschließend philosophiert für die, die es noch geschaut haben. Ansonsten, ein bisschen geblieben ist, Respekt. Also, abonnieren, liken, schreibt Kommentare rein, welche Videos ihr gerne hättet, philosophische Videos.